Wetterbericht. Es funktioniert wieder wunderbar. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Liga-Rennen-Highlight-Video der MXL. Heute aus den Vereinigten Staaten von Amerika in Austin, Texas. Mit dabei der Knitti. Hallo na. Und Chefstratege Dr. Rush ist ebenfalls am Start. Ja, servus. Ja, also Rennen soll trocken, Interwetter trocken werden auf einer Strecke, die ich nicht unbedingt leiten kann. Qualifikation war interessant, trocken und wie knapp das in Wirklichkeit war, das seht ihr jetzt. Let's go, Knitti. Sehr schön. Ich setze noch eine dran. Sollte dir aber nicht gefährlich sein. Nein, werden. Verdammt. Ah, doch. Okay. Ah, so knapp, ey. 17.000stel. Schon wieder so knapp gescheitert. Lass laufen, Knitti. Los geht's. Wetterbericht. Es funktioniert wieder wunderbar. Er fragt mich, beziehungsweise er sagt mir, gegen wen ich fahre. Und selbst dafür hat er keine Antwort. Dieses Game, ne? Das ist. Ja, einfach nur nö zu dem Spiel. Einfach nö. Er sagt einfach nur, aktuell ist es trocken. Und Trockenreifen sind okay. Aktuell. Nein! Ich will nicht wissen, wer meine Hauptkonkurrenten ist. Ich weiß das schon! Meine Güte, Jeff, ey. Können wir dich vielleicht durch, ich weiß nicht, Andy ersetzen? Nee, geht leider nicht. Weil, weißt du, was ich gefragt habe? Weil Regentropfen zu sehen sind. Jetzt schon. Na, echt? Ich sehe noch nichts. Guck mal aufs Halo. Oh ja. Aber keine große Sorge. Jetzt sehe ich es ja auch im Matrix-Stream. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Dries seem like the best tire for now. Okay, Jeffy Boy sagt, es wird 20 Minuten leichten Regen geben. Aber immer noch Trockenreifen. Okay. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also Regen, ja, aber Inters, ja. Nö. Schmierig halt, ne? Ja, nicht wirklich greasy. Das. Greasy heißt es auf Englisch. Tibor Hansel Pistole gerade in die Box.
alle auf Inters, wie das aussieht. Ah, Jeff kommt mit einer Masterstrategie. Ich soll reinfahren, Inters. Gut, dann würde ich es machen. Yep. Das ist das, was ich meine. Das kann sich jetzt ganz schnell verändern. Eisenbrett raus. Safety Car. Auf jeden Fall rein, auf jeden Fall rein. Alles andere wäre Schwachsinn. Gar nicht mitgekriegt, dass er raus ist. Ja, es war ein roter Punkt in den S's. Oh. So. 2,6. Ja, fahr den Typen um. Ach du Schande. Deswegen mache ich auch nur Halbgas hier. Wenn überhaupt. Oh, Capo dreht sich! Capo dreht sich! Das gibt's doch nicht! Ja, ja, ja. Oh nein! Capo! Nein! Und Sasuke denkt sich so, thank you very much. Jetzt bin ich auf 2. Oh Mann! Das ist belastend. Jetzt ist Capo hinter... 2 hinter Knitti. Knitti ist auf 9, richtig? Nee, 11, ne? 11. Dann ist er jetzt 13, richtig? Ja. Capo ist 13, ja genau. Gut, alles klar. Dann habe ich meine Grundschul-Mathe-Kenntnisse nicht im Stich gelassen. Toll. Also ja. Du kannst lesen auf jeden Fall. Ganz toll, ja. Oh, die Hinterachse, die friert mir gleich ein, ey. Alles schon blau. So, Kitty. 3, 2, 1, go. Schönen Neustart, schöner Neustart. Wunderbar. Hast du Knitti, sehr schön. Aber ich habe ihn außerdem berührt, ein bisschen. Ja, leichtes Anklopfen ist noch okay. Vorsicht, Knitti. Ich gehe vor mal ein bisschen an die Seite. Vielleicht die Reifen ein bisschen zu kühlen. Ja, sie gehen unten in den Keller. Naja, so halbwegs. Genau, bei dir auch, Knitti, die Box, oder? Ja, ja. Oder was sagst du? Ja, ja, ich fahr rein. Weil im Stream, also im Twitch, sieht's noch nass aus. Bei euch kann ich das halt echt schlecht einschätzen, wie das aussieht. Okay, Jeffy Boy kommt mit einer Masterstrategie und sagt, ich soll auf Soft. Perfekt, dann rein. Bloß keinen Fehler machen, Mike. Bloß keinen Fehler machen. Okay. Okay, Photon kommt. Wahl, alles hinten kommt, jo. Einmal softer Reifen bitte, vielen Spinny Dank. Raus. So, ich denke, Spin fährt weiter. Oh nö! Ja, Spin fährt weiter. Nein, Knitti. Und Spin dreht sich weg. Ah, Spin ist ein Krieger, der opfert sich. Das. Kudos an Spin, Kudos. Was heißt das? Respekt, sozusagen. Ah. Kudos, sowas wie Respektpunkte. Ist KE nicht Kudos E-Sport, so eine Liga? Keine Ahnung, ich kenne Kudos noch aus Project Gotham Racing von ganz früher. Daher kenne ich das. Oh, Sasuke hat sich 3 Sekunden geholt. Oh. Scheiße, ey. Habe ich nur eine Verwarnung, aber ich habe genau das gleiche erlitten wie Knitzi auch. Ausgang Turn 8, glaube ich, war das. Kurzer Snap-Over neben der Strecke. Und Verwarnung Nummer 1. Doch, ist auf. Na, da kommt er jetzt. Schön. Oh, hat er schlecht. Hat er aber schlechte Linie. Ja, ich hab einen Schlenker nach links gemacht, um mich zu verteidigen. Aber das ist ja auf jeden Fall in den Regularien erlaubt. Ein Linienwechsel, passt. So ist es. Und das war noch nicht mal eine Linie. Das war eher, weiß ich nicht, ein Stückchen. So, Sasuke. Scheint so, als würdest du vorbeigehen. Okay. Ja. Da kannst du einen Switchback machen.
Ah, ich riskiere jetzt nicht so viel. Sasuke sogar 6 Sekunden. Oh Mann, der arme Kerl, ey. Der kann einem echt leid tun. So. Vorletzte Kurve. Letzte Kurve. Und dann hat er's. Jawohl. Sieg Nummer 3 in der MXL. Jappa. Woo! Ja. Yippie. Geil, Alter. Sehr, sehr, sehr nice. Auf meiner Haschstrecke gewinne ich. Und zwar meine Haschstrecke Number One. So, liebe Freunde, da haben wir das Endresultat. Und zwar meine Wenigkeit vor Sasuke und Photon. Gefolgt von Tibor, Driver of the Day und schnellste Runde. Congrats dazu. Wahl, Rico, Capo, Chris, Lucky, Spooky, Levox, Hanse, Knitti, Floro und Spin gehen mit Punkten nach Hause. Glückwunsch dazu. Leider keine Punkte eingefahren haben. Kein Andion, Pistole, Heisenbrett und der Semuta. Ja, wer hätte gedacht, dass ich auf meiner Haarstrecke gewinne? Also ich nicht. Also ich war mir am Anfang nicht so sicher. Also wenn ich in die Punkte komme, bin ich glücklich. Podium wäre netter Bonus, aber das war es eigentlich im Großen und Ganzen auch. So, liebe Leute, ich muss euch leider mitteilen, dass ich den großen Preis der USA doch nicht gewonnen habe, wie es ihr gerade gesehen habt. Denn es hat sich nämlich herausgestellt, dass Sasuke keine 6 Sekunden Strafe bekommen hat, sondern nämlich nur 3 Sekunden. Er hat sich eine Strafe aberkennen lassen, die kurz vor der Box passiert ist. Und das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die 6 Sekunden wirklich die 6 Sekunden sind. Und da hat die Liga bzw. die Liga-Leitung entschieden, mir dann den 2. Platz zu geben. Ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Rennen gezeigt und kann auf jeden Fall mit dem 2. Platz voll leben.